Er will sich also nicht wie ein Bauer kleiden, sondern wie ein... Ranulfs Männer sind schon den ganzen Tag unruhig. Warum, frage ich mich. Es ist so eine simple Mauer. Und doch könnte sich Ranulf von Chester mit all diesen Männern noch einen weiteren Monat dahinter verkriechen. Aber warum dann diese ganzen Bogenschützen? Sie wären drinnen sicher. Sie brauchen nicht da oben zu stehen. Herr, der verstorbene Percy Hemley und die Priorei von Kingsbridge hatten eine Vereinbarung. Ich erinnere mich. Und seinem Sohn zufolge habt ihr dieses Abkommen gebrochen, indem ihr einen illegalen Markt in Kingsbridge veranstaltet habt. Er hat es euch gesagt? Natürlich. Die Einnahmen wurden nur für die Kathedrale verwendet. Ich wusste nicht, dass wir eine Genehmigung brauchten. Der Markt wurde auf Kirchengrund abgehalten. Die Kirche steht nicht über dem Gesetz. Dies ist nicht das Heilige Römische Reich. Nein, natürlich nicht. Euer Markt ist illegal. Ich habe William in seiner Entscheidung unterstützt, euch zu bestrafen. Denn der Markt zahlte ja nicht nur für die Kathedrale. Er zahlte auch für die Kinder des Verräters Bartholomäus. Was? Ich fühle mich für Sie verantwortlich. Deshalb habe ich Sie nach Kingsbridge eingeladen. Oh, und warum das? Wegen eurer Treue zu Bartholomäus? Nein! Ich war es, der damals seine Verschwörung gegen euch aufgedeckt hat. Ich bin verantwortlich für den Tod ihres Vaters. William Hamley und Bischof Walleran sagten, ihr werdet gerissen. Jetzt weiß ich, warum. Herr, ihr dürft ihnen nicht trauen. Hört gut zu. Ihr werdet keine Marktgenehmigung erhalten. Und Bartholomäus Kinder werden hängen, wenn sie gegen meinen Grafen von Charing vorgehen. Habt ihr verstanden? Nein. Ich verstehe. Nein. Natürlich. Deshalb sind die ganzen Bogenschützen da oben. Robert von Gloucester greift nicht in zwei Tagen an. Er greift heute an. Zu den Waffen! Es ist ein Hinterhalt. Nicht das Vordertor. Sie wussten, das würde uns rauslocken. Ich brauche mein Pferd. Als Stefan und seine Männer dem feindlichen Heer entgegenzogen, drängte mich Bischof Henry mit ihm, den Kirchturm zu besteigen. Seine Sorgen hatten ihn unseren Streit vergessen lassen. Ja. Ich war noch nie so hoch oben gewesen. Betet mit mir, Philipp. Betet, dass Stefan siegt, damit dieser Krieg enden kann. Ich schloss die Augen, um zu beten. Ich bete für den Frieden. Und ich vergaß Kingsbridge und den Markt und meine eigenen Sorgen. Und ich betete einfach für den Frieden. Und dabei wurde mir klar, dass ich seit dem Traum, in dem meine Eltern wieder gestorben waren, nicht mehr gebetet hatte. Würde Gott meine Gebete wieder nicht hören, wie in jenem Traum? Ich bat den Herrn, mich zu erhören, mir zu zeigen, dass er da war. Philipp, seht! Ich war zu weit weg, um zu verstehen, was da vor der Stadt geschah. Roberts Männer, sie gewinnen! Stefan ist verloren! Ich hatte das Gefühl, dass sich alles um mich drehte. Ich hatte Angst zu fallen. Ich schloss die Augen. Und dann sah ich. Holy. Sie brechen das Kirchentor ein. Ui, ist das noch, was ist das denn hier? Ein Wesen. Ein
Gott hat uns verlassen. Gott hat uns verlassen. Ja, Wort Gottes an das Wesen richten. Was ist das Übel? Wo sind die Frauen? Und dann wusste ich, dass wir es waren. Wir allein. Da ist kein Teufel, uns zu schaden. Kein Gott, uns zu erretten. Wir allein. Mhm. Kein Gott befiehlt das Morden. Philipp blieb für 2 Wochen verschwunden. Wir wussten nicht, was mit ihm geschehen war. In seinem Namen. Und das ist falsch. Später aber in Kingsbridge. Wenn ich ehrlich bin, hatten wir damals ganz andere Sachen im Sinn. Ellie und ich. Ja, ihr zwei. Jack und Ellie. Bist du sicher, dass wir allein sind? Hier gibt es nur dich und mich. Da können wir sogar Händchen halten. Sieh doch nur. Sag ich doch. Ich hoffe, Philipp und Richard geht es gut. Ich auch. Sag, Jack, hast du unser Buch gelesen? Was ist mit dir? Wie fandest du es? Die sollten es Philipp unbedingt tun. Ist schuld, wenn all dies zugrunde geht, weil er einen illegalen Markt durchgeführt hat, trägt er alleine die Verantwortung. Ich habe Vertrauen in ihn. Und das solltest du auch. Wer sonst der könnte Kingsbridge retten, wenn nicht er? Vertrauen. Der eine grinst. Liebe ist Gottes Werk. Denkt sich der. Und dann erinnerst du dich noch an den Text? Naja, was ist denn mit dir? Jein. Ich erinnere mich noch an einen Teil. Aha, und welcher war das? Vor mir stand sie. Das Gewand am Boden. Ihr vollkommener Körper bot sich mir da. Das Gewand ganz am Boden? Komplett. Und ein vollkommener Körper? Vollkommen. Ich mach's abwechselnd, oder? Ich mach's abwechselnd. Oh, seine Schultern und Arme, die ich erblickt und berührte. Und seine kräftige Brust hielt ich in bebender Hand. Vorsichtig. Oh, tut mir leid. Macht nichts. Jetzt ist Jack wieder dran, nicht? Schlank anschloss sich ihr Leib an die schwellende Brust. Hüften reizend gewölbt. Ein vollkommener Schenkel. Deiner ist auch nicht übel. So geht der Text aber nicht. Ach nein? Vielleicht ja doch. Aber was sage ich noch? Nichts Unvollkommenes sah ich. Und so schloss ich ihn nackt, fest an die Brust. Ellie. Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Auf immer und ewig. Alfred. Ah. Ah. Als Maul, Alfred. Hast du etwas gehört? Nein. Wir sind allein, Jack. Du und ich. Wir sind es. Nur wir.
Nur wir. Hey, Prior Philipp! Mönch! Ja? Ah, ich bin eingesperrt. Genau wie König Stefan. Gefangene Ritter. Nach der Schlacht von... Ja, so ist es besser. Lass sie nie Schwäche sehen. Steh aufrecht. Der Himmel ist so leer. Keiner, der über uns wacht. Wir sind ganz allein. Wenn der Mensch der Teufel ist, gibt es keine Hölle und es gibt keinen Himmel. Richard, wenigstens ist er am Leben. Wie lange sind wir schon hier? Was werden Sie mit ihm machen? Sieht nicht besiegt aus. Was bewegt ihn, immer weiterzumachen? Das Töten geht immer weiter. Keiner hier, uns zu retten. Keiner hier, der uns beten hört. Wie viele sind gestorben? Was? Wie viele Menschen sind in der Schlacht gestorben? Zu viele. Auch mein Pferd ist draufgegangen. Aber Robert ist kein Tier. Das muss man ihm lassen. Sonst wären wir nicht hier. Ja, scheinbar ist Robert vielleicht der gerechtere König, hm? Richard! Ihr solltet keine Aufmerksamkeit auf euch lenken. Nicht, wenn ihr in einem Käfig steckt. Außer ihr seid der König. Warum bin ich hier drin? Ihr gehört zu uns, oder nicht? Ich habe für Frieden gebetet. Frieden gibt es nur zwischen einer Schlacht und der nächsten. Ihr hattet recht mit William Hamley. Inwiefern? Sobald die Schlacht sich gegen uns wendete, wechselten er und seine Männer die Seite. Der Graf von Shireen kämpft jetzt für Mathilde und Robert. Ach. William Hamley kämpft nur für sich selbst. Mhm. Und für Bischof Walleran. Allerdings. Was starrt ihr so, Mönch? Warum tut ihr das alles? Weil ich es will. Weder Gott, Blutlinie, noch das Schicksal hat mich zum König gemacht. Ich habe mir den Thron erstritten. Es war mein Entschluss zu herrschen. Und es war mein Entschluss zu kämpfen. Und ich bin noch nicht fertig. Ist es die ganzen Toten wert? Mathilde zu besiegen? Bei Gott, ja. Es ist ein Spiel und ich werde es gewinnen. Er ist hier drüben. Danke. Das werden wir noch sehen, wer es gewinnen wird. Oh, den kennen Francis. Wir. Francis! Oh, Philipp. Natürlich. Du bist mit Graf Robert, deinem Herrn, gekommen. Ja, als ich von Bischof Henry hörte, dass du in Lincoln seist, fing ich an, dich zu suchen. Er dachte, du wärest tot. Noch nicht. Es ist gut, dich zu sehen, Bruder. Henry sagte, du seist wegen einer Marktgenehmigung gekommen. Ja. Ich glaube, ich kenne jemanden, der da helfen könnte. Ich sorge dafür, dass man dich freilässt und dann gehen wir nach Winchester. Das wird nicht lange dauern. Was? Okay. Was ist mit euch? Meine Getreuen sind bald wieder am Zug. Das Spiel ist noch nicht aus. Wenn ihr Frieden wollt, wenn ihr das Leben der Unschuldigen schonen wollt, dann müsst ihr aufgeben. Oh ja, aber das wird der nicht. Niemals. Niemals. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Dann gibt es wirklich keine Hoffnung. Dies ist also euer Bruder. Kaiserin Mathilde. Ich habe viel von euch gehört, Prior. Euer Bruder unterstützt unsere Familie seit vielen Jahren. Und wir vergessen diejenigen nicht, die uns treu sind. Hiermit gewähre ich Kingsbridge die gleichen Marktrechte wie Shireen. Die gleichen Rechte? Die gleichen. Ich danke euch, Königin,
Das heißt, ich danke euch. Mark, die Blutlinie ist wiederhergestellt. Bald wird mein Sohn seinen rechtmäßigen Platz hier auf dem Thron einnehmen. Alles wird sein, wie es war. Ich werde ein gerechter König sein, wie mein Großvater Heinrich. Der Friede wird nach England zurückkehren. Wir werden Wünscht sehen. Ihr uns sonst noch etwas zu sagen, Prior? Nein. Doch. Nichts. Ich danke euch, Königin. Menno. Der Markterlass für Kingsbridge. 1141. Nach der Schlacht von Lincoln wurden Kingsbridge Markrechte von der englischen Krone gewährt. Diese Erlaubnis stellt Kingsbridge dieselben Rechte wie Shiring aus. Endlich kann Philipp wieder Handel treiben lassen. Doch nun darf er zusätzlich einen Wollmarkt stellen. Dies ist eine bedeutende Gelegenheit für die Stadt und ihre Bewohner, da die Wollhändler mit den Bedingungen des Wollmarkts in Shiring mehr als unzufrieden sind. Die Priorei, die Menschen von Kingsbridge und Wollhändler wie Aliena werden hiervon im hohen Maße profitieren. Kapitel 12, das große Tier, was du getan hast. Timothy wurde eingeschüchtert. Valorant glaubt, er habe Tom getötet. Du hast von deinen Eltern Aliena und Richard geträumt. Du hast dem ängstlichen Soldaten davon abgeraten, zu fliehen. Der König befahl dir, dich auszuziehen und dein Leben zu riskieren. Dank Francis hat Kaiserin Mathilde dir eine Marktlizenz erteilt. Nach dem Schrecken, der dir widerfuhr, bist du vom Glauben abgefallen.